So. Alright. Are you ready? Oh mein Gott, Digga, was für ein Team. Was für ein Team. Bizarro Raum. Ja, wir wissen jetzt schon, was abgeht, Alter. Oh mein Gott, Top-Tier-Pokémon. Jedes einzelne davon. Gut, das werden wir dann easy verlieren und doch nicht im Meisterball kommen. Aber wir geben unser Bestes, um das zu verhindern gleich. Na? Wollen wir mit Drapfel leaden? Oder machen wir was anderes? Wir müssen einfach alles und jeden einschläfern, habe ich das Gefühl. Maybe Milotic? Weil Milotic ist halt schneller als die Bizarro-Raumleger, ne? Oh! So, Drapfel kommt mit. Was kommt noch mit? Pippi? Oder Famicula? Nee, Famicula ist hier nicht gut, ne? Außer gegen die... Wir bräuchten schon Famicula. Okay, komm, wir nehmen mit. Das heißt aber, wir haben nur einen Hypnose-Spammer und das ist Milotic. Kein Gesang, nur Hypnose. Definitiv Viscogon einpacken. Ups! Ja, Viscogon haben wir jetzt nicht dabei. Oh, shit. So, let's go. Amoongus. Und das Ding da. Gut. Wir outspeeden auf jeden Fall. Und Amoongus wird gleich sterben. Das ist, by the way, das ist Best Case Lead für uns, ne? Weil die Astrowelle dürfte Amoongus schön wegsnacken. Und die Hypnose auf Hatterene müsste dafür sorgen, dass der Junge keinen Bizarro-Raum rausbekommt. Es ist ein guter Lead. Wie wir wissen, wird Tutsasa nicht sterben, weil das Ding einfach zu bulky ist. Okay? Bulky Sonnene Beach. Und er könnte ebenfalls spawnen oder könnte Giga saugen oder könnte Matsch bomben. Wir werden sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Life Orb Marithelit an der Stelle besser wäre. Gegen die ganzen Hutsassas. Aber gut. Wutpulver. That's legit. Daddy's legit. Kann das please kritten und töten, Alter? Oh mein Gott, das macht nicht mal Hälfte. Nicht mal Hälfte. Also beziehungsweise ein bisschen mehr, aber... Ja gut. Dann schläft jetzt das Ding da drüben. Dann lasse ich mir aber Zeit. Ne, dann lasse ich mir aber Zeit. Und Hypnose, einfach das Hatterene ebenfalls. Weil jetzt trifft ja alles. Jetzt, Alter, das ist so krass mit dem, dass Hypnose immer trifft. Amoongus wird zurückgerufen, okay. Conkelduo kommt rein. Oh, okay. Interesting. Er Dynamaxed sein Hatterene. Mashallah, Ehre. Deswegen senken wir jetzt seinen Spezz-Attack. Und in der nächsten Runde hauen wir die Psycho-Attacke raus. Und wir schläfern es instant. Alter. Alter Schwede. Also das Team hat relativ viel Potenzial, muss ich sagen. Ne? Mal schauen. So. Bruder, ich will ja nicht sagen, ne? Aber das hat ziemlich sicher Hexaplager gerade ausgelöst. Oh my goodness. Oh my goodness. Huh! Das UFO. Oh, Magiespiegel. Oh shit. No. No. Magiespiegel-Miegel, Alter. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Deiner Schwarm. Da kommt das UFO. Bra. Ah, ärgerlich. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gut.
Dann deiner Wallen wir eben an der Stelle, wenn wir uns schon selbst einschläfern, aller. Und gehen zu Vermicula, weil Vermicula hat Überrumpler. Und mit Überrumpler können wir Hatterene wegsnacken. So, das Kampf-Pokémon wiederum. Naja, ne? Sieht schlecht aus. Den resistieren wir nämlich vierfach. So, Giga-Sanktion. Bam. Donnerschlag. Ah ja, den überleben wir. Aber zu 100%. So, wir sind leider klein, aber das ist okay. Wir treffen auf jeden Fall den Überrumpler. Und das Hatterene wird down gehen. Life Orb, Step, ba. Und wir treffen safe. Hätte es mal einrollen sollen. Ja, einrollen wäre definitiv besser gewesen. Aber ich habe nicht mehr gecheckt, dass Hatterene Magiespiegel hat, Alter. Ekelhaftes Drecksding. So. Ho! Ho! Ba! Ba! Get the fuck out of here! Quatsch! Das war's erstmal mit Hatterene. Jetzt kommt's drauf an, wen er angreift. Tempo-Hieb. Ja, ist halt nicht mal ein KO. Bam! Plus zwei Step! Get the fuck out of here, my boy! Kannst die zwei Schwänze saugen gehen, die du in der Hand hast, Alter. Ich finde es ein bisschen pervers. Uff. Uff. Rasieren wir hier gerade ein massiv crazy Team, oder wie? Und der schläft. Ha! Got him. Oh, Marowak. Ups. Whoopsie. Okay. Wir haben noch Drapfel und Milotic. Ich gehe für die Psychic auf Mungus. Und für Mikula switche ich einfach mal gegen Milotic, weil Milotic schläft sowieso. Er kann nicht mehr Dynamaxen. Und wir warten, bis der Bizarro-Raum weg ist. Dann komme ich rein und verpasse ihm einen Steinhagel, der sich gewaschen hat. So, da kommt der Poltergeist. Erstmal fehlgeschlagen, weil... Ha! Ich keinen Schwächeschutz mehr habe, Junge! Du kleiner Missplayer, Junge! Sagt der, der vor zwei Runden noch ein Magiespiegelmon gehypnost hat. Aber gut. So, da kommt die Psychokinese auf Marowak. Und die Lehmbrühe. Bra! Alter, dieses Ding ist so sick! Er kann nur mit Flareblitz angreifen, ne? Weil wenn du keinen Schwächeschutz mehr hast, ist Poltergeist useless. Poltergeist ist nicht so gut, Leute. Ich habe jetzt schon mehrmals gesehen oder mehrfach gesehen, dass Poltergeist... Ne? Nicht so geil, Alter. So, Vermicula. Los, Vermicula! Komm raus! Steinhagel. Kann zwar verfehlen, aber I don't think so. Hey! 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 Jawoll! Jawoll! Ey! Let's go! Damn! Alter! Nice! Nice, nice, nice! Macht richtig Bock! Schauen wir einfach mal. Marithelit ist langsamer als die Feuertypen. Das kann sehr gut möglich sein. Marithelit und Milotic. So, will ich hier... Ich könnte Milotic Dynamaximieren und Glurak damit angreifen. Und zu Viscogon switchen mit Marithelit oder... Hier wäre halt so ein Ding super gut gewesen, ne? Ein Steinhagel.
absolut keine Ahnung, was wir tun sollen. Weil vor allem, wir haben halt auch nicht wirklich Moves. Ich meine, wir haben einen Wutanfall, okay, aber... Goddammit. Okay, let's go, komm. Scheiß drauf. Wir outspeeden scheinbar Glurak, wenn er nicht Dynamaxt. Sofort Switch zu Viscogon, das countert jedes Glurak. Schauen wir mal. Da kommt der Hitzekoller, er hat nicht mal gedynamaxed. Damn. Outspeeden wir? Hexaplager ist halt jetzt da, ne? Oh, der hat ein Dingens, der hat eine Fluchttasche. Taste. Hast du Haschisch in der Tasche, hast du Tasten fix zum Naschen. Genau. Ja, das könnte jetzt problematisch werden, Alter. Nope. Geht für die Hitzewelle und Hitzewelle trifft natürlich beide. Ja. Crit gegen Milotic. Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass Vulnona Damage dealt. Und natürlich verfehlen wir jetzt. Ja, das war's schon. Das war's schon. Ich meine, haben wir... Theoretisch haben wir Vegetarier auf Viscogon, was auch gut ist gegen Pilzspore. Das Ding ist halt... Wir können nur Wutanfall spammen. That's it. Also mit diesem Viscogon machen wir halt nicht viel, ne? Und jetzt verfehlen wir halt alle Moves. Weil wir Martellit nicht setupen konnten. Wenn Glurak jetzt schlafen würde, wäre es eine andere Nummer. Ne? Dann hätten wir ein Pflanzen-Pokémon. Und so. Aber ey, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir haben Assault Vest. Wir haben Vegetarier. Wir sind generell super bulky. Wir haben Wutanfall. Maybe Max invested oder so. I don't know. Schlaf, Bruder. Okay. So. Schauen wir mal, wie viel das macht. Nicht so viel scheinbar, ne? So, kann ich jetzt please Wut anfallen? Danke. Bräh! Damn, boy! Damn! Das Ding ist fast weggestorben. Instant, ne? Hättest mit Viscogon Lean und Dynamaxen sollen. Fertig. True. So, danke für den Attack Boost, Boy. Und jetzt bitte Glurak angreifen. Das wäre super. Obwohl Glurak sich auch ein bisschen selbst fertig macht, ne? Schade. Stimmt, Viscogon mit Vegetarier ist ein krasser Threat, weil du es nicht Pilzsporen und nicht Schlafpudern kannst. Und es wallt so ziemlich alles, alle Feuer-Pokémon, außer Lapras. That's actually really good. Drapfel. Gegen Terrakium. Okay, Bro. Okay, Bro. Oh, warte mal. Bin ich stupid? Wutanfall. Und Gravitation. Wir müssen jetzt keine Protect Plays machen oder so, ne? Das würde irgendwie nicht viel bringen. Alter, der Damage, Mann. So insane. So, tanken wir das mit Viscogon? Nope. Crit. Geil. Ja, Glurak ist einfach zu strong in der Sonne mit Solarkraft und so, ne? Das ist einfach zu real. Aber gut.
Ich hätte definitiv mit der Ameise leaden sollen und maybe potenziell Dingens. Das hätte man definitiv besser spielen können. Aber jetzt habe ich die zweite Hälfte des Teams auch gesehen. Jetzt können wir damit arbeiten. Let us go. Glurak mit Solarkraft, Life Orb, Max Investment, 150 Giga Feuerflug, kann ein Max, Spätstef, Evolid, Dusclops One-Shotten. Oha. So, okay. Was glaubt ihr, was der macht? Wird er Seiten tauschen? Oder wird er maybe Bizarro raumen? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass ich auf die Astrowellen gehe. Und zwar auf das Ding da. Und dann gehe ich auf die Gravitation, auf den Affen. Dynamax First Turn! Let's go. Da kommt das UFO. Da kommen die Außerirdischen. Sie sind hier, um dich zu fangen und zu untersuchen. Und dir eine Sonde in den Arsch zu pflanzen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Da kommen die Astrowellen, sie treffen. Bam. Ich glaube, der Affe stirbt, außer er hat einen Sash. Ich glaube, dieser... Oh. Seit wann kann der Junge... Der hat ein Normaljuwel. Seit wann gibt's Normaljuwel? Oh my goodness. Okay. Okay, Bruder. Ich glaube dennoch, dass der Apfel zu groß ist für den Affen. Der Apfel ist zu groß. Bra. Oh wow. Nope. Er tankt den Apfel. Und zwar easy. Und jetzt kommt der Bizarro-Raum. Und gleich f***t mich das, was übrig ist. Geil, Mann. Yeah, yeah. Da kommt Rihornio. Moinsen. Ich freue mich. Er wird halt jetzt Dynamaxen, ne? Ich gehe für den Tiefschlag auf den Affen. Maybe geht er für Seitentausch und Dynamaximiert einfach sein Rihornio. Wir werden sehen. Wenn er angreift, kriegt er einen Tiefschlag auf minus 1. Und dann kriegen wir wenigstens noch den blöden Affen weg. Aber ja, das Match wird interessant werden. So viel kann ich sagen. Weil das Ding ist, wir haben halt auch kaum Bizarro-Raum-Counter, ne? Ich hätte einfach nur für die Käferattacke auf Oranguru gehen sollen. In der ersten Runde. Weil der andere ist ja eh explodiert. Aber hey, schauen wir mal. Er greift an und auf minus 1 reicht das. Wow, Crit. Cribbity Crit. So, jetzt muss er nur noch in den Diner-Slot hauen. Ey. Die Plays sind da. Aber die Strategie ist nice, ne? Das Ding ist halt auch... Oh, true. Er hat ja noch dieses Ding. Bräh. Okay, wir müssen stallen. Die einzige effektive Attacke ist von Vermicula. Und das war's. Wir müssen an der Stelle stallen. Oh my goodness. Okay. Vierfach effektiv in der Gravitation. Stab. Maybe. I don't know. Seitentausch. Dein fucking Ernst, Bro. Oh mein Gott. Okay. Holy shit, Alter.
Die geben Ninja Tom den Seitentausch. Machala! Und das Ding ist, sein Dingens hat eine Feuerattacke. Wunderwache Seitentausch, GG, ja. Das ist disgusting. Das ist absolutely disgusting. Okay. Weißt du was, Bruder? Blattgeißel das hier, du Bitch. So, er wird wahrscheinlich sogar noch einen Schwächeschutz haben oder so. Da kommt der deiner Erdstoß. Boah, Digga. Boah, Digga. Uff, Digga. Uff, 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 uff. Oha, die Spezialverteidigung von dem Ding sinkt. Er hat safe noch einen Sash. Safe hat er noch einen Sash, der Junge. Alter, das hat halt nicht gereicht, ne? So, die Def sinkt. Kann der Bizarro-Raum jetzt weggehen? Der Bizarro-Raum muss jetzt weggehen. Dann kann ich nämlich mit Vermicula und Steinhagel beide noch wegflexen. Insbesondere jetzt, da er Dingens nicht mehr hat, ne? Ah. Okay, wir protecten. Tiefschlag ist der Play. Er greift nicht an. Er geht nur auf Seitentausch. Und wenn er jetzt mein Drapfel angreift... Oh, er geht auf Erdbeben. Okay, Erdbeben geht natürlich auch, ne? Alter, was ist das für ein krasses Team? Holy shit! Ja, das wird Viscogon never ever tanken. Wir wären mit Eisenschweif genau auf den Rihornior-Slot gegangen. Und da ist die verdrehte Dimension. Oh, damn. Tja, jetzt will ich sehen, wie du dich da rausrettest, Junge. Hä? So. Steinhagel, Brudi. Er ist auf minus 1. Ich habe Life Orb. So, let's go. Er geht auf Protect. Und ich habe nicht das Ding ins angegriffen. Egal, ist okay, ist okay. Er hat, wenn er einen Sash hat, GG. Wenn nicht, GG. Hä? Ja! 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 God damn it! Und ich glaube, das war's, oder? Eisenschädel. Gravity. Let's go. Bah! Was ist mit dir los, Summerblast, Alter? Der war... Und das... Freund, riecht dir das? Nimmt einen tiefen Zug. Das, meine Freunde, ist die Meisterballklasse. Nicht wirklich, es ist die Hyperballklasse, aber tun wir einfach mal so. Oh, goddammit!